Unsere Themen am Donnerstag: Frühlingserwachen im Cottbuser Tierpark. Piccolo Theater bringt Antikriegsstück auf die Bühne. Und Straßenbahnfahrer von morgen besuchen Cottbusverkehr. Das und mehr gleich hier per LTV aktuell. Energie, Gefühl, Leidenschaft. Die Show der Verlockung. Lasst euch überraschen, wie unwiderstehlich ein einziger Regentropfen sein kann. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Donnerstag. Es ist fast auf den Tag genau 3 Monate her, als eine traurige Meldung für alle Freunde des Cottbuser Tierparks die Runde machte. Der Verdacht auf Geflügelpest bei 3 im Zoogelände aufgefundenen toten Wildenten hat sich bestätigt. Der Tierpark blieb danach rund 4 Wochen lang geschlossen. Durch die fehlenden Besucher musste der Tierpark auch finanzielle Verluste hinnehmen. Die lassen sich am besten ausgleichen, wenn Sie den dortigen Bewohnern wieder einmal einen Besuch abstatten. Es lohnt sich auf alle Fälle. Der Tierpark Cottbus präsentiert seinen Besuchern den Goldbaumsteiger. Sein Verbreitungsgebiet ist von Costa Rica nach Panama bis Nordkolumbien. Ein Frosch, der so giftig ist, dass er für die Herstellung von Giftpfeilen genutzt wurde. Doch keine Angst, um dieses Gift freizusetzen, braucht es eine Bedingung. Das Gift und die Ernährung spielen eine Wechselwirkung. Wenn die sich so ernähren, wie wir das machen, wir geben denen hier Fruchtfliegen, weiße Asseln, Springschwänze und so weiter, da kann dieser Giftstoff im Körper nicht gebildet werden. Als Waldbodenbewohner ist es auch recht wichtig, dieses Gift dann auszubilden. Das funktioniert über Ameisen, die dort gefressen werden. Dann wird das Gift produziert und es ist gar nicht so sehr in erster Linie ein Schutz vor Fressfeinden. Die Funktion hat es natürlich auch. Dazu kommt dann auch wieder diese bunte Farbe als Signalwirkung. Aber viel wichtiger ist bei dem Gift eigentlich, dass es einen Schutz von einem Pilz bietet, der sich dort eingefangen werden kann und die Frösche vor der Verpilzung schützt. Der Goldbaumsteiger wurde in den Tierpark gebracht, um den Amphibienbestand abzurunden. Zudem gilt er mit seiner grün schimmernden und schwarz gefleckten Haut als sehr attraktiv. Gleich 5 der Frösche sind nun in einem extra angefertigten Terrarium. Doch das ist noch nicht alles. Es gab auch Nachwuchs bei den Cutters. 2 neue Jungtiere kamen dazu. Eins wurde Ende März geboren, das andere Anfang April. 2 Wochen nach der Geburt hängen die Jünglinge am Bauch der Mutter. Danach klettern sie auf den Rücken. Ganze 6 Monate werden die Cutters gesäugt. Mit 1,5 Jahren sind sie dann ausgewachsen. Bei den Vierhornschafen sieht die Geburtenzahl anders aus. Gleich 7 Lämmer wurden im Februar geboren. In 2 bis 3 Jahren sind sie ausgewachsen und werden durchschnittlich 15 Jahre alt. Mittlerweile fühlen sie sich hier im Tierpark Cottbus sehr wohl. Auch bei den Sattelschweinen hat sich was getan. 5 neue Ferkel sind dazugekommen. Eins davon hängt mit der Entwicklung etwas hinterher. Da gab es wohl Probleme mit der Ernährung. Sattelschweine sind mit 4 bis 5 Jahren ausgewachsen und werden ca. 20 Jahre alt. So lebhaft wie der Nachwuchs sind die neuen Goldbaumsteiger nicht, müssen sie auch nicht. Im Tierpark Cottbus kann jeder so leben, wie es seiner Art entspricht. Beim gestern bundesweit durchgeführten Blitzermarathon hat die Polizei in Cottbus und im Spree-Neiße-Kreis 4.065 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden 244 Geschwindigkeitsverstöße registriert, eine Quote von 6%. Spitzenreiter war ein Verkehrssünder auf der B97 zwischen Cottbus und Spremberg. Er war bei erlaubtem Tempo 100 mit 144 km die Stunde unterwegs. Ihn erwarten 160 Euro Bußgeld, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot. Nach vorausgehenden Streitigkeiten schlugen und traten 2 14 und 15 Jahre alte Syrer gestern Abend gegen 19 Uhr in Ströbitz einen 14-jährigen Cottbusser. Er begab sich gemeinsam mit seiner Mutter in ärztliche Behandlung. Ein weiterer 14-Jähriger hatte die Tat mit einem Smartphone gefilmt. Rund um Cottbus. In Peitz, in Burg, in Dissen und in vielen anderen Gemeinden beginnt bald eine neue Zeitrechnung. Die Kurznachrichten. Breitband wird ausgebaut. In den Landkreisen Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße werden die Breitbandverbindungen ausgebaut. Über 10.000 Haushalte können dann Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbits nutzen. Dafür wird das Kupferkabel auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler durch Glasfaserkabel ersetzt.
Ende 2019 soll der Internetausbau dann in allen drei Landkreisen fertig sein. Familienhaus beginnt Sommersaison. Das Familienhaus Cottbus veranstaltet am Freitag einen Tag der offenen Tür. Ab 15 Uhr können sich Besucher das Haus und die Kita Regiohaus Emilia anschauen. Dazu gibt es zwischen 15 und 17 Uhr auch Führungen. Außerdem beginnt am Freitag auch die Sommersaison am angrenzenden Wasserspielplatz. Oldtimer-Treffen in Werben. Der Oldtimer-Freunde Werben e.V. veranstaltet am 1. Mai wieder das Oldtimer-Treffen. 20 Jahre gibt es das Treffen jetzt schon, deswegen ist dieses Mal auch ein Teilemarkt geplant. Die Veranstaltung beginnt um 8 Uhr. Um 10 Uhr fahren dann die Fahrzeuge vor. Die Cottbuser Fußballfans müssen die Hoffnungen auf die Viertligameisterschaft wohl endgültig begraben. Und damit auch die Chance auf einen sofortigen Wiederaufstieg. Während Energie gestern beim Berliner AK nicht über ein 1:1 hinauskam, gewann der FCK Zeiss Jena erneut. Jena hat 5 Spieltage vor Ultimo nun 9 Punkte Vorsprung auf Energie und zudem noch das bessere Torverhältnis. Wie der FC Energie sich für das Heimspiel gegen die Reserve von Hertha BSC und für den Rest der Saison motivieren will, das erfahren Sie morgen bei uns. Es gibt kaum einen Tag, an dem nicht Bilder von Kriegshandlungen aus aller Welt über unsere Bildschirme flimmern. So viele, dass sogar die Gefahr besteht, abzustumpfen. Die jungen Leute im Piccolo-Theater wollen das nicht hinnehmen. Krieg gibt es auf der ganzen Welt. Aber eigentlich ist Krieg immer woanders, nie da, wo man gerade ist. Und schon gar nicht bei uns in Europa oder sogar in Deutschland. Doch diesmal zieht der Krieg mitten ins Piccolo-Theater. Jedes Mal, wenn es irgendwo kracht, zuckst du zusammen. Die Wasserrohre sind geplatzt. Jeden Tag musst du mit deinem Bruder durch die Straßen und über den Rathausplatz zum öffentlichen Wasserversorgungswagen laufen. Jeder mit 2 Eimern. Jeder mit 2 Eimern. KRG oder Krieg heißt das neue Stück des Piccolo Jugendclubs. Für Spielleiter Matthias Heine und die 14 Schauspieler ein schwieriges Thema. Trotzdem haben sie sich daran gewagt. Für mich war klar, wir müssen wieder mal ein Demokratiestück machen. Es ist an der Zeit und die jungen Leute sind voll mit Geschichten, mit Haltungen, mit Meinungen, mit Gehörtem, mit Gedachtem, mit eigenen Erfahrungen zu diesem Thema. Und die haben sie fürs neue Stück aufgearbeitet. Zum einen beschäftigen sie sich mit einem Text von Janne Teller, einer dänischen Schriftstellerin. Darin geht es um einen Jungen, der mit seiner Familie nach Ägypten flieht, denn in Europa ist der Krieg ausgebrochen. Auf einer anderen Ebene des Stücks lassen die Schauspieler aber auch ihre eigenen Erfahrungen mit einfließen. Das geht einem auch manchmal sehr nah. Also gerade weil an meiner Schule auch ausländische Schüler sind und da mit einigen deutschen Schülern überraschenderweise, also für mich überraschenderweise auch jetzt in letzter Zeit vor allem ein paar Probleme auftraten, war es dann natürlich sehr intensiv, sich dann hier im Theater nochmal damit zu beschäftigen, mit diesem Hintergrundwissen. Also wenn sowas passiert am Tag und man hat dann sofort danach Probe und spricht dann diesen Text und dieses, also so Verständnis ist dann doppelt so viel da und man geht dann doppelt so tief rein und ja, das ist dann halt alles viel mehr natürlich noch. Und bei mir ist halt immer das Problem in den Proben, dass ich dann so tief drin bin, dass ich halt oft auch gar nicht mehr weitersprechen kann, weil ich dann weinen muss oder weil dann so viel anderes in meinem Kopf rumgeht, ich denke dann darüber nach und ja, das ist für mich halt die größte Schwierigkeit. Herausgekommen ist etwas sehr Persönliches, denn jeder hat mit den eigenen Gefühlen, Gedanken und Ängsten zu kämpfen. Gerade deshalb ist es auch etwas ganz Besonderes geworden. In erbärmlichen Lagern, ohne eine Chance auf Schule, auf Arbeit und auf ärztliche Versorgung. Die Fichte ist Baum des Jahres 2017 in Brandenburg. Sie ist die häufigste Baumart Deutschlands und gilt als Rückgrat von Forst- und Holzwirtschaft. Kaum eine andere Baumart ist in Deutschland mit so vielen Emotionen beladen wie die Fichte. Das Spektrum reicht von der ungeliebten dunklen Fichtenplantage bis zum liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum. Im Verhältnis zur Kiefer ist die Fichte in Brandenburg jedoch eher seltener anzutreffen. Sehen Sie nun eine neue Folge von Einsteiger TV. Moderatorin Juliane Züge informiert Sie über alles, was bei Cottbus Verkehr neu und wissenswert ist. Ich mache für heute Schluss. Morgen begrüßt Sie hier meine charmante Kollegin Christine Erdner.
Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Machen Sie's gut. Hallo und herzlich willkommen bei Einsteiger TV, dem Magazin rund um Cottbusverkehr. Ich stehe heute hier am Bahnhof Sandower Dreieck, dem Dreh- und Angelpunkt unserer Cottbusser Parkeisenbahn. Hier wurde in den vergangenen Wochen ganz fleißig geputzt, die Gleise vom Laub befreit, Blümchen gepflanzt, so alles auf Vordermann gebracht, damit die Parkeisenbahn vergangenen Donnerstag in ihre neue Saison rollen konnte. Und diese Saison gibt es exklusiv eine ganz besondere Eventfahrt. Frau Alari, was haben Sie sich denn da für unsere Fahrgäste einfallen lassen? Ja, ein ganz tolles Event und diesmal nur für erwachsene Gäste. Wir machen immer ganz viel für Kinder, aber es gab eine große Nachfrage nach einer Veranstaltung nur für Erwachsene. Und da haben Sie sich die sogenannte Gondelfahrt einfallen lassen. Was beinhaltet denn diese Gondelfahrt? Also die Gäste werden mit unserem schönen Salonwagen zum Fürst-Pückler-Park gefahren und dort von Fürst und Fürstin Pückler in Empfang genommen und können dort eine Gondelfahrt und eine Besichtigung des Schlosses machen. Das heißt, es gibt zwei Fahrten an einem Tag. Das ist der 20. Mai um 13 oder um 15 Uhr. Und gibt es denn noch Karten für dieses Event? Richtig, die bekommen Sie exklusiv nur bei der Parkeisenbahn. Und es sind auch noch Karten vorhanden, aber bitte nicht zu lange warten, denn wer zu spät kommt, kann nicht mitfahren und das wäre schade. Was bezahle ich für eine Karte? Ja, die Karte kostet 29,90 Euro pro Person. Aber das allerhand inbegriffen. Dann brauchen wir ja nur noch schönes Wetter. Jawohl, und ich habe auch noch nicht alles verraten, weil es soll ja auch noch ein bisschen interessant bleiben. Dankeschön. Die Gondelfahrten finden am 20. Mai jeweils um 13 Uhr und 15 Uhr ab Bahnhof Sandower Dreieck statt. Die Karten gibt es nur im Vorverkauf bei der Cottbusser Parkeisenbahn. Manch ein Technikbegeisterter oder Fan von Schienenfahrzeugen hat vielleicht schon mal einen Beruf als Eisenbahner in Betracht gezogen. Wer in diesen Berufszweig mal hineinschnuppern möchte oder sich mal ausprobieren möchte, der kann sich gern beim Verein zur Förderung der Parkeisenbahn engagieren. Und ich treffe heute mal jemanden, der sich damit bestens auskennt. Herr Jess, Sie sind hier in dem Verein für die Jugendarbeit zuständig. Was gibt es denn hier Besonderes für Eisenbahnbegeisterte? Der Förderverein der Cottbusser Parkeisenbahn bietet vielen Jungen und Mädchen aus der Region verschiedene Facetten an Eisenbahn zu erleben. Zum Beispiel, wer besonders Technik interessiert ist, fühlt sich bestimmt bei unseren historischen Wagen und Lokomotiven besonders wohl. Wer auch schon immer mal hinter die Kulissen von Eisenbahnen schauen wollte, der wird sich sicherlich auch bei unserer Stellwerkstechnik wiederfinden, die wir hier bieten können. Die Stellwerkstechnik bei der Parkeisenbahn ist historisch, wie auch die Fahrzeuge. Und hier sind wir besonders dankbar für die Kooperation mit der Deutschen Bahn, die es uns ermöglicht, die Anlagen hier zu erhalten und natürlich auch verschiedene Türen öffnet für unsere Kinder und Jugendlichen, die sonst verschlossen bleiben bei der großen Eisenbahn. Und am 15. Juli gibt es hier auch einen ganz besonderen Tag. Da gibt es den zweiten Tag der Technikfaszination. Was können Sie mir denn dazu noch sagen? Dieses Jahr steht der Tag der Technikfaszination unter dem Motto Hobby, Beruf, Eisenbahner. Es werden sich an diesem Tag viele namhafte Unternehmen aus dem Schienenbereich hier bei der Parkeisenbahn präsentieren und Ausbildungsmöglichkeiten vorstellen. Also wer interessiert ist in technischer Ausbildung, bei der Eisenbahn zum Beispiel oder auch bei Cottbusverkehr, ist hier an diesem Tag herzlich willkommen. Super, vielen Dank. Zum Thema Ausbildung gibt es auch hier direkt bei Cottbusverkehr viele Informationen. So öffnet zum Beispiel Cottbusverkehr am 27. April zum Zukunftstag für alle interessierten Schüler die Türen. Anmeldungen sind auch noch möglich und zwar bis zum 26. April unter der unten eingeblendeten Internetseite. Heute ist eine Gruppe Vorschulkinder bei Cottbusverkehr zu Besuch. Innerhalb der Verkehrserziehung in der Vorschule des Kindergartens lernt man hier, worauf man als Fahrgast einer großen Straßenbahn oder eines Busses achten muss, dass man sich am besten einen Sitzplatz sucht oder wo man seinen Fahrschein entwertet. Die Kinder sehen hier auch, wo die Fahrzeuge gereinigt und repariert werden.
Besonders spannend wird es für die Kleinen, wenn es mal darum geht, sich selbst ans Steuer so einer Straßenbahn zu setzen und auch vielleicht mal die Klingel zu betätigen. Kannst du dir vorstellen, Straßenbahnfahrer mal zu werden und vielleicht deine Mama, Oma und Opa hier durch die Stadt zu fahren? Ja. Was findest du denn besonders spannend hier? Das Klingeln. Das Klingeln? Na dann klingel mal nochmal. Was gefällt dir denn hier an der Straßenbahn am besten? Klingeln. Möchtest du mal Straßenbahnfahrer werden? Kannst du dir das vorstellen? Ja. Super, das ist ein toller Beruf. Super. Du, und wir haben gar nicht nur Straßenbahnfahrer, sondern wir haben auch Frauen, die Straßenbahn fahren. Kannst du dir auch vorstellen, mal Straßenbahnfahrerin zu werden? Ja. Super. Was findest du denn spannend hier an der Straßenbahn? Das Klingeln. Die Klingel? Wer weiß, vielleicht ist der eine oder andere Straßenbahnfahrer von morgen heute hier mit dabei gewesen. Und das war Einsteiger TV für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lausitzer Lächeln 2017 geht in die heiße Phase und nun seid ihr gefragt. Macht mit und bestimmt euren Publikumsliebling 2017. Unter allen Voting-Teilnehmern verlost die Spreegalerie Cottbus einen Konzert- und Hotelgutschein im Wert von 200 Euro. Bereitgestellt durch die Sparkasse Spree-Neiße. Alle Infos gibt es unter spreegalerie.de, im Hermann, Wochenkurier sowie bei LTV, 94.5 Radio Cottbus und auf der Facebook-Fanseite. Jetzt sparen mit den Megaspar-Einkaufswochen im Möbelzentrum Großräschen und keinen Vorteil verpassen. Ab 1.000 Euro Einkaufswert bekommen Sie 300 Euro geschenkt. Und bei jedem weiteren 1.000 Euro Einkaufswert bekommen Sie ebenfalls weitere 300 Euro geschenkt. Zusätzlich sogar mit unserer 0% Finanzierung. Nutzen Sie unsere kostenlose termingerechte Lieferung, kostenlose Montage durch unsere Profis, die exakte Vermessung Ihrer Räumlichkeiten und kostenlose Entsorgung Ihrer alten Möbel bei einem Wert von 500 Euro. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Fühlen Sie sich wie im Urlaub und das direkt vor der Haustür. Edle Aufgüsse und Saunen mit verschiedenen Temperaturen. Tanken Sie Kraft und Energie in der wunderschönen Saunalandschaft der Lagune Cottbus. In der kommenden Nacht ist es locker bewölkt und es bleibt trocken. Es wird auch nicht mehr ganz so kalt. Zwischen 3 und 0 Grad werden erwartet. Der morgige Freitag bringt etwas Sonne, ab und zu auch dichtere Wolkenfelder. Meist bleibt es aber trocken. Und es wird wenigstens etwas wärmer. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad. Der Wind kommt aus West und frischt im Tagesverlauf etwas auf. Die Lagune Sauna Lounge von Mai bis September an jedem zweiten Samstag des Monats bis 23 Uhr. Entspannen bei wohltuenden Aufgüssen und Romantik pur im Saunagarten.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, manchmal überrascht mich der Weg des Lebens mit Umwegen, Sackgassen, Baustellen. Aber dann gibt es auch wieder freie Fahrt, eine Überholspur, eine weite, offene Sicht ohne Hindernisse, mit Rastplätzen und Aussichtspunkten. Vor einiger Zeit kam ich mit dem Thema Konfirmation beruflich wieder in Berührung. Da wurde ich neugierig und versuchte mich zu erinnern an meine Konfirmation. Wie lange ist das schon her? Ich kramte in meiner Erinnerungskiste, die alle markanten Dinge meines Lebens aufbewahrt, und fand meine Konfirmationsurkunde von 1981. Oh, da sind ja schon 36 Jahre vergangen. Ich war erstmal sprachlos. Dann begann ich im Bücherregal nach dem damaligen Konfirmationsgeschenk zu suchen. Ich kannte den Titel nicht mehr. Es fanden sich mehrere Bücher aus jener Zeit und ich blieb gleich mehrfach hängen beim Reinblättern. Meine Zeitreise hatte begonnen. Die Erinnerungen an meine Konfirmandenzeit, an gemeinsame Rüsten und Fahrten, an Jugendgottesdienste, alles tauchte vor meinem inneren Auge wieder auf. Es waren wunderbare, herzliche Erlebnisse. Einige Freundschaften aus dieser Zeit existieren immer noch, trotz veränderter Lebensumstände und Wohnortwechsel. Ohne die Konfirmation wären einige Stationen meines Lebens anders verlaufen. Mein Umzug nach Görlitz hätte nie stattgefunden. Ich hätte meinen Mann nie kennengelernt. Es gäbe keine Patenkinder, keine Hilfe beim Kindergottesdienst, beim Görlitzer Kirchentag, beim jährlichen Krippenspiel. All das würde fehlen in meiner Erinnerungskiste. Der Glaube an Gott hat mich in den vielen Jahren nie verlassen. Es gab Zeiten, in denen ich etwas abseits stand, parkend, nicht aktiv dem Glauben in meinem Leben Platz einräumend. Und dann gab es plötzlich eine neue Ausfahrt. Mein Leben wurde in eine andere Richtung gelenkt. Alles ergab einen Sinn. Vor 36 Jahren habe ich mit der Konfirmation Ja zu Gott gesagt und meinem Leben damit eine Richtung gegeben. Auch wenn es zeitweise Umwege, Sackgassen, Baustellen gab, die Richtung ist geblieben. Und wissen Sie, wie mein Konfirmationsspruch lautet? Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich wünsche Ihnen Mut zum Richtungswechsel. Und vielleicht schauen Sie auch mal wieder in Ihre alten kirchlichen Urkunden zur Taufe, Konfirmation oder Trauung. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Zu Fuß und auf Rädern. Auker City Run and Bike am 6. Mai im Puschking Park Cottbus. Bis zum 29. April anmelden unter run-bike-cottbus.de. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern.